und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um Food Birthday. Zlatan Ibrahimovic, er hat ja eine Karte in den Wochenaufgaben bekommen, die man freispielen muss. Es ist sogar eine Innenverteidigerkarte. Und heute widmen wir uns diesem Thema in diesem Video. Wir werden ihn freispielen und dann werden wir ihn gleich auch direkt mal testen. Das ist mein MLS-Team, was ich für diese Aufgabe verwendet habe. Ihr seht es schon, wir haben hier auf jeden Fall noch den Scream Schweinsteiger, den Joseph Martinez vorne drin. In Form Valeri habe ich mir gekauft. Dann in der Innenverteidigung so Spieler wie Opara, die halt aus der MLS OP sind. Und direkt mal eine Sache aufklären, denn gestern, ich habe das Team im Stream gebaut, kamen echt einige an, die meinten, du darfst keine Special Cuts benutzen. Doch, bei der MLS-Aufgabe darf man Special Cuts benutzen, also Informs, diesen Joseph Martinez, den Shiny darf ich benutzen. Nur, ich darf halt keine Icons oder Flashback-Spieler benutzen. Sprich, ich könnte jetzt meinen Flashback Ibrahimovic bei dieser Challenge nicht nutzen. Aber sonst sind alle Special Cuts aus der MLS erlaubt. Und ja, auf der Bank habe ich hier dann noch Talisca und Tejes mitgenommen, weil die könnte ich theoretisch sogar einwechseln, weil die halt nicht aus den 5 Top-Ligen sind. Und Spieler, die nicht aus den Top-Ligen sind, die dürfen ebenfalls mitgenommen werden und eingewechselt werden. Und ja, das ist das Team, was ich für die Wochenaufgabe genutzt habe. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch die Highlights vom letzten Spiel, bevor ich Zlatan freigespielt habe, und dann gehen wir aber auch rein und testen Zlatan direkt mal in einem Spiel. Oh, wer ist denn Godos? Godos! Godos! Haut mir hier einen rein! Habe ich nicht aufgehalten bekommen, ne? Was hat denn der für ein Pace? Hinten haut der da auch trocken rein mit links. Ist der Linksfuß? Ist egal, will ich gar nicht wissen. Nachher ist der Rechtsfuß. Da ist die Aufregung nur größer. Rooney, der macht den aber easy peasy. Hey, ich drücke X, dass er direkt drüber spielt, aber die Annahme war einfach wie die von einem Bronzespieler. Joseph Martinez, Junge, den hätte selbst Kamara gemacht. Willst du Ibra safe spielen oder nur just for fun? Ich will Ibra auf jeden Fall eher spielen, weil beim Qualifier. Also ich muss dann ja auch noch testen, den guten Ibra. Aber beim Qualifier zum Beispiel kann man den Flashback Ibrahimovic nicht verwenden. Wegen den Team-Restrictions. Und diesen Food Birthday Ibrahimovic könntest du dir aber schon auf die Bank stellen. So zum Einwechseln, wenn du mal nur die letzten 20 Minuten oder so auf Flanken gehen willst oder so. Was ist das denn jetzt? Könnte der eventuell ganz nice sein. Weil die Kopfballwerte hat ja auch der Food Birthday Ibra. Ja, dann halt so. Valeri. Tejes. Talisca. Und die Zeit ist um. Wir haben es geschafft. Ja. 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 Ibrahimovic ist freigeschaltet. So, holen wir uns den Ibra ab. Da ist er. Du hast diesen Bonus für den Abschluss einer Aufgabe erhalten. Zlatan Ibrahimovic. Ist halt ein Spieler, der, den ich auf jeden Fall machen wollte, wegen dem Rating, weil bei den Qualifiern, wie gesagt, auch nur ein 89er Rating für meine Subs erlaubt ist maximal. Und dann kann ich jetzt auch Ibrahimovic auch im nächsten Qualifier einwechseln. So wie die letzten 20 Minuten als irgendein Spieler, wenn ich mal lange Bälle spiele. Dann kann der die immer ganz gut festmachen. Ne? Bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal die Tage im Stream auch spielen und testen. Und dann gucken wir mal, was der Boy drauf hat. Ne? Wir können den ja auch nutzen bei den anderen Wochenaufgaben. Können wir den ja immer einwechseln, oder?
So, dann werden wir jetzt, denke ich mal, direkt mit der nächsten Wochenaufgabe anfangen. Und das ist die Ligue 1 Wochenaufgabe für Naldo. Das Ding ist, wir müssen halt mit einem Team starten, was aus 11 Non-Rares besteht. Habe ich hier zusammengebaut, seht ihr hier. Aber wir werden direkt in der ersten Minute Zlatan Ibrahimovic einwechseln vorne im Sturm, um ihn dann hier im Spiel zu testen. Ich denke, das ist so am sinnigsten, weil dann kann ich direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche mitmachen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein ins Match und gucken, was der gute Zlatan drauf hat. So, Gegner macht hier auch anscheinend die League-Aufgabe für Naldo. Oh ja. Hier kann man ja bei der Aufgabe kann man ja Spieler wie Zlatan einwechseln. Ich könnte auch einen Kylian Mbappé Totti einwechseln, den ich ebenfalls auf der Bank habe. Werde ich jetzt aber erstmal nicht machen. Der gute Zlatan ist der Boy, der hier bei mir reinkommt. Oh, es regnet. Das hatte ich bei keinem einzigen Spiel, als ich die Ibra Challenge gemacht habe. So, hauen wir den Ball erstmal ins Aus, damit der Zlatan reinkommt. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Schade, Bro. Es leckt. Da konnte man gar nicht perfekt abschließen. Egal, Zlatan bei der Ecke. Und das ist natürlich ein easy peasy Goal. Zlatan, die Karte ist auch kaputt, wie wir sehen, unten links. Total verglitscht. Aber egal, der Zlatan macht den rein. Hier auf dem Spielfeld auch nochmal verglitscht. Passt. Zweiter Pfosten, da ist Zlatan. Und den Kopfball trifft er irgendwie nicht. Bam! Da haut er den rein. Und wie? Mit Style. Absolut Zlatan Ibrahimovic Style hier. Da drückt der Gegner auf Pause. Ich glaube, da ist der Rage Quit dann. So ist es. So, ich habe mich dazu entschieden, noch eine Partie zu machen, weil, ja, wir hatten halt nur eine Halbzeit mit Zlatan und wir treffen auf einen Gegner, der die Serie A Challenge macht, also die Gervinho Challenge. Okay. Die steht mir auch noch bevor. Die muss ich auch noch machen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Zlatan einwechseln. Bada bang, bada boom, bada bang. Da geht er raus, oder? Und wenn er jetzt rausgeht, starten wir kein drittes Spiel mehr. Aber er geht anscheinend nicht raus. Okay, er geht nicht raus, dann können wir weiterspielen, das ist gut. Oder er geht doch raus. Er hat mich getrollt, gut, er ist rausgegangen. Wir haben 3 Tore mit Zlatan in 55 Ingame-Minuten geschossen. Ich werde jetzt kein drittes Game mehr starten. Das soll es mit dem Zlatan-Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Zlatan auch freigespielt habt. Wenn nicht, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen. Macht es. Ich bin raus. Peace out und ciao.